Oh, entschuldigt, seid ihr auch schon da? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich muss hier gerade noch eben meinen Bockwurstturm fertig bauen, denn dieser Rewe hier, der ist noch mitten im Aufbau und wir wollen mal schauen, wie es hier so behind the scenes aussieht. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe gerade beim Rewe in Haltern und das ist ein ganz besonderer Rewe, denn er befindet sich gerade mitten im Aufbau, er wird modernisiert und ich habe hier die Chance, mal ein bisschen behind the scenes mit euch zu gehen, sprich mal zu schauen, ja, wie so ein Rewe im Aufbau aussieht. Es sieht dann natürlich nicht so geleckt aus, wie er bald sein wird. Das werden wir uns übrigens auch noch anschauen. Sondern halt komplett im Aufbau. Sprich, Regale sind noch leer und es steht noch ein bisschen was rum. Und das wollen wir eben uns alles mal anschauen. Und ich denke, das ist irgendwie eine ziemlich coole Sache, mal zu sehen, wie es eigentlich so hinter den Kulissen läuft. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß dabei. So. Da stehen wir im Eingangsbereich und vielleicht kommt es euch vom Konzept schon ein bisschen bekannt vor. Hier würde dann Gemüse hinkommen und Selbstbedientheken, Essen zum Mitnehmen und so weiter und so fort. Aber hier ist es gerade noch leer, weil logischerweise die Eröffnung ist noch ein paar Tage dahin und die frischen Sachen kommen natürlich dann auch erst ganz frisch ins Regal, wenn der Laden aufmacht. Deswegen sind die Sachen noch nicht da, aber viele andere, die wir uns anschauen werden. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal zusammen durch und wir schauen uns ein paar der Sachen an. Wir werden hier zum Beispiel auch einen Eat Happy haben. Den habe ich euch neulich bei dem anderen Rewe in Dortmund gezeigt. Hier kommt Gemüse und das ganze Zeugs hin. Da vorne, wie ihr auch so kennt, Sachen zum Mitnehmen. Da kommen, ich schätze mal, auch sowas wie Smoothies hin und andere frische Sachen, die man dann so ja, für schnell unterwegs mitnehmen kann. Ja, Gemüse hier, wie gesagt, überall in die Regale, damit dann so schön grüne, frische Flash kommt, wenn man den Laden betritt. Ja, hier wird auch noch ein bisschen aufgebaut, wie ihr seht, ne? Schön mit langen Stahlnägeln wird das Ganze hier festgemacht, damit auch alles sicher ist. Regale haben wir hier. Ja, was haben wir noch Schönes? Salatsoßen, extrem wichtig, steht natürlich schon. Zum Beispiel die guten Jahr fix für Salat Gartenkräuter im Fünferpack. Oh geil, guck mal, das kann ich auf eBay verkaufen. Denn das Jahr ist, die Jahrtüte ist so und diese Umfolie, die ist falsch rum. Siehst du das? Geil. Na, also eigentlich müsste es so sein. Eigentlich müsste es so sein, aber es ist verkehrt rum. Da muss ich mir eine Packung sichern und als Sondermuster bei eBay verkaufen. Okay, hier kommen Eier und so weiter hin, sind natürlich auch noch nicht da. Das kommt noch alles. Hier Bio-Eier zum Beispiel, Brotzeitei BH. Was ist ein Brotzeitei BH? Weiß ich nicht. Hier, Sachen aus der Region, wir sind hier wie gesagt in Haltern. Hier ist ein Römerlager, hier war ich mal als Kind, ich weiß es aber nicht mehr. Es muss 25 Jahre her sein. Oder keine Ahnung, kommen so ein paar regionale Sachen hin. Brotbackautomaten hier, auch noch nicht natürlich da. Wie gesagt, frische Ware. Wir wollen ja nicht, dass es jetzt hier schon irgendwie so in den Regalen drin steht. Wohingegen sie eben schon so Sachen haben, wie zum Beispiel, ja, Schoko-Stracciatella-Muffins oder Mandelhörnchen oder viele andere Sachen. Aber ihr seht, auch hier sind noch ein paar Regale nicht besetzt. Man sieht, hier wird auch noch gearbeitet. Was haben wir noch Schönes? Wir gucken ja auch so ein bisschen zusammen. Ich wurde gerade schon vom Regionalleiter so ein bisschen durchgeführt, aber wir sparen uns das meiste jetzt hier auf, denn so, ich habe nicht so aufgepasst, muss ich sagen, damit ich das selber jetzt alles entdecken kann. Also wir gehen mal weiter gucken, was es hier so gibt. Kindersachen hier, schön vorne weg. Ne? Nüsschen, was haben Sie mir erzählt? Ich habe leider vergessen, wie er es genau genannt hat. Frühstückswelt, genau. Er hat erzählt, das ist so Konzept 2020, sagte er, glaube ich, dass so bestimmte Areale zusammengefasst werden nach Themenbereichen. Hier haben wir zum Beispiel die Frühstückswelt. So, man hat Nüsschen fürs Frühstück oder zum Beispiel Pekannüssen oder hier Haferriegel als kleinen Snack zwischendurch und dann gleichzeitig eben auch Porridges und so weiter. Man hat Tee, haben wir hier. Wir haben Brötchen und Brot, Backwaren dort. Hier sind Marmelade, Kondensmilch für den Kaffee, ob jetzt von ja oder was auch immer. Cappuccinos, Kaffees. Hier haben wir dann wieder Marmeladen und so weiter, Bon Maman Marmeladen, ach und alles andere natürlich auch. Hier zum Beispiel kommt dann was von Chibo hin, Kaffeewelten, hier so schön mit dem Holzregal, damit es richtig schön sich wertig anfühlt. Also doch, ich fand das Ding hier ehrlich gesagt schon sehr ansprechend. Marketingpsychologie, Markenpsychologie. Man soll sich direkt so heimisch fühlen. Ah ja, wenn ich jetzt hier hingehe, bin ich quasi im Dschungel und kaufe hier meinen Kaffee oder so. Also es ist alles durchdacht. Finde ich ziemlich cool. Hier, man sieht, es ist auch im Aufbau. Es wird natürlich alles noch schön geputzt und so, keine Frage. Richtig schön aus Glas. Hier wird dann, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, hier schätze ich mal Käse. Da sollte, glaube ich, Fleisch sein.
Und hier dann vielleicht Fisch. Ganz genau weiß ich das noch nicht. Das werden wir sehen, wenn wir bei der Eröffnung sind. Denn, wie gesagt, diese Backautomaten. Genau, hier den Kaffee, den hatten wir auch. Und direkt nach dem Frühstück gibt es dann die dicke Sauerländer Bockwurst. Oder, sag mal, Fußball-Mini-Balls mit so aufgeprägten Bällchen? Ich meine, nun denn. Okay, da ich für Rewe hier bin, erwähne ich jetzt nicht, welcher Discounter das neulich auch hatte. Nüsse, Pasta und all so ein Zeugs, da hinten sieht man auch, sind noch nicht alle Regale voll. Auch hier, es fehlt so zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen. Ist dann am Ende vielleicht wie so ein Puzzle, dann kriegst du, ich weiß nicht genau, wie es läuft, kriegst du vielleicht hier so ein Ding angekarrt. Ja, das und das fehlt noch. Und dann musst du durch den Laden gehen und die fehlenden Puzzlestücke vielleicht reinsetzen. Zum Beispiel Tassenküchlein Schokino fehlt. Ja, so ist das halt manchmal. Hier, was haben wir denn hier Schönes? Hier fehlt, glaube ich, auch noch was. Geschenke, Amaranth-Pops. Ach so, hier fehlen wohl auch noch, was ist denn Lecksand? Knäckebrot. Also hier fehlen vielleicht noch Bio-Floh-Samenschalen, also Bratlinge, Gemüse, vielleicht Vegan-Ecke oder irgendwie sowas könnte das sein, was hier fehlt. Popcorn, Mais, Vegan, Falafel, ja, das sieht alles eindeutig nach Vegan aus. Ach, und hier sieht man auch schon, wie es dann wohl aussehen soll. Boden 3,5, Loch 11, Höhe 69. Das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Da müsste ich wahrscheinlich bei Rewe arbeiten. Recycling-Toilettenpapier nach dem Frühstück, wenn der Kaffee durchläuft. Nee, war Spaß, das steht hier einfach nur so rum. Ja, Soft-Muffin-Cookies. Lassen Sie auch immer was Neues einfallen. Knabberwaren haben wir hier zum Beispiel. Auch hier nochmal Frühstückssachen. Rewe, Pistaziencreme, ich sag euch, lecker. Es ist zwar schon fast Winter, ich sehe die Spekulatius-Creme nicht. Die müsst ihr euch kaufen, die ist richtig gut. Die fehlt jetzt hier allerdings noch. Da muss ich gleich mal mit dem Regionalleiter sprechen, dass das so nicht geht. Milch und so weiter, kennen wir soweit. Oh, interessant. Ich glaube, die Milch ist hier günstiger als in meinem Rewe. Hier kommt, glaube ich, Frischregale. Hier sieht man auch schon wieder, was es gibt, was hier so hinkommt, ne, da oben. Ist das alles vorbereitet? Die Preisschilder sind schon da, aber wie gesagt, die frische Ware kommt halt erst noch. Auch hier sieht man, hier kommen dann so Asia-Sachen hin, also so ausländische Sachen. Zum Beispiel haben wir hier, glaube ich, polnische Sachen. Hier Prinzessa Kokosowa. Sehr geiler Riegel. Also das kenne ich tatsächlich sogar. Das haben wir hier. Dann haben wir noch. Hier haben wir Wurstwaren. Fertigsachen, Fertigessen, das ist auch wieder so ein bisschen thematisch sortiert. Das sieht man gleich am Ende noch ganz besonders mit dem Thematik. Hier sehen wir auch, ich laufe jetzt hier einfach mal so durch. Wenn man hier so drin steht, dann fühlt das, also ich glaube, wenn die Regale voll sind, dann sieht das sehr, ich sag jetzt mal, einladend aus. Hier so mittendrin stehen im Wurst- und Käseparadies mit Joghurt und Co. Ja, zum Beispiel hier die Biomargarine. Wird hier stehen oder Schokowölkchen oder hoffentlich lese ich jetzt auch was von Rewe und nicht nur die ganzen anderen Marken. Hier, Rewe Bio Joghurt Mild. Ich möchte an dieser Stelle noch mal eine Lanze brechen für den Rewe Bio Hüttenkäse. Neulich meinte irgendjemand in einem Kommentar, ich verstehe nicht, warum Darius den Rewe Bio Hüttenkäse so gut findet. Ich wette, die Person hat ihn noch nicht gegessen. Es ist der geilste Kölnige Frischkäse der Welt. So. Und das sage ich nicht, weil ich für Rewe hier bin. Das habe ich schon vor Jahren gesagt. Das Video gibt es als Beweis auf YouTube. So, hier haben wir Alkohol. Hier haben wir Süßigkeiten. Da können wir gleich mal so ein bisschen schauen, ob wir hier irgendwas Schönes finden. Obwohl, ja doch. Hier, das hat uns der Marktleiter noch gesagt. Hier ist so ein bisschen Wohlfühlatmosphäre. So mit goldenen Lampen und so weiter. Oder schwarz-goldenen Lampen. Und dann dem Stoff. Wenn man dann abends Party machen möchte. Und dazu thematisch dann eben auch Chips. Ne? Zum Beispiel die Zwiebelringe, die übrigens sehr lecker sind. Es gibt jetzt sogar schon Pizzaringe. Was haben wir noch? Ja, hier. Gott. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie peinlich es wäre, wenn ich jetzt so vor lauter Rumhampeln in so ein Regal reinlaufen würde. Das wäre so ein bisschen doof. Hier genau, auch noch alkoholische Sachen. Okay, kennen wir soweit. Wollen wir es nicht alles durchgehen. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Süßigkeiten. Auch hier fehlen ein paar Sachen noch. Zum Beispiel Rewe Schoko Spritzgebäck, wohingegen die dänischen Buttercookies schon da sind. Ja, cool. Gefällt mir.
Gefällt mir also wirklich eigentlich schon fast alles fertig, bis eben auf diese frischen Sachen und auch die TK-Sachen, die fehlen noch. Das zeige ich euch jetzt, da kommen wir nämlich jetzt hin zu der TK-Ecke. Hier haben wir dann so Waschsachen, feuchtes Toilettenpapier, wen es interessiert, gibt es auch. Dann haben wir hier noch, genau, hier kommen dann so Pizzen und so ein Zeugs rein. Und hier, ich schätze mal, Eis oder so. Curry mit Kokos-Veggie-Love, was könnte denn das sein? Ach so, hier, Iglo und sowas, ne? Genau, hier sieht man auch wieder, wie es sein soll. Und jetzt zeige ich euch gleich was Cooles, was so ein, ich tue jetzt so, als ob ich voll Ahnung hätte davon, wie es bei Rewe hinter den Kulissen läuft. Man sieht natürlich hier, wie es eingeräumt werden soll. Das haben die so extra hingepinnt. Da gibt es dann wohl ein System. Nimmt man einen Klassiker, obwohl das ist jetzt so ein bisschen... Man hört ja oft, dass die günstigeren Produkte so wie ja unten stehen, aber hier sind die günstigen Produkte irgendwie oben. Also irgendwie passt das doch nicht so ganz. Vielleicht gibt da doch irgendeinen höheren Sinn hinter. Man sieht sie anhand der Bilder, aber es gibt auch etwas, das nennt sich Spiegel. Das zeige ich euch jetzt gleich. Da wird dann auch vorgegeben, wie es nachher im Regal aussehen soll. Hier haben wir schon Wintersachen, sehr schön, steht hier schon alles. Hier Nikoläuse und so weiter, Lebkuchen, Haushaltswaren sind hier hinten auch. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, aber gibt es eben halt auch, so wenn man mal irgendwie was nähen muss und so weiter. Red Bull und Co. Getränke hier, Getränke dort und hier nochmal Getränke. Und hier, wenn wir jetzt hier um die Ecke gehen, kann man sehen, das nennt sich Spiegel. Da wird dann quasi einfach von jedem Exemplar an ein Fach etwas hingestellt, damit man weiß, wie es nachher aussehen soll. Und hier oben hat man freie Wahl. Da könnte ich dann jetzt irgendwie zum Beispiel ein Zlatopramen-Bier vielleicht hinstellen und dann, hey, was wird eigentlich passieren, wenn ich das jetzt mache? Würden das dann irgendwie danach einfach, nee, ich weiß nicht, vielleicht alles so hinstellen. Also, ihr seht, das ist so ein bisschen wie das wohl, so ein Ding hinter den Kulissen, so wird das halt gemacht, damit man dann weiß, wie es eingeräumt werden soll. Dann noch ein paar riesige Eimer Kekse für die Couch abends. Da hinten kommen Bedientheken hin, also wenn man selber was scannen möchte, hier die normalen Kassen halt. Die machen hier auch was mit Malzers. Buttermürbchen von Malzers, übrigens sehr lecker. So, wir sind durch für heute. Ich hoffe, dieses Behind-the-Scenes-Video hat euch gefallen. Dann dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren, wenn es euch gefällt, und Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.